Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Wir stehen wenige Tage vor Weihnachten, und der Haushalt, der heute zur Verabschiedung ansteht, ist ein sichtbares Zeichen unserer Truppe im Inland und im Ausland, Dankeschön zu sagen und ihr nicht nur warme Worte zu geben, sondern auch als Haushaltsgesetzgeber deutlich zu machen, die Bundeswehr ist uns wichtig, wir stehen zu ihr, wir nehmen auch das Geld, das wir für sie brauchen, in die Hand. Und dafür darf ich auch als Verteidigungsministerin mich ganz herzlich bedanken. Das ist umso wichtiger, gerade in Zeiten von Corona, eine Pandemie, die uns alle im Griff hält und die natürlich auch die Arbeitsbedingungen bei der Bundeswehr selbst massiv verschärft. Das gilt für diejenigen, die in den Einsatz gehen. Alleine 2 Wochen Quarantäne, bevor sie hineingehen, 2 Wochen Isolation und Quarantäne, wenn sie zurückkommen. Das gilt für den Einsatz im Inneren und das gilt für die Amtshilfe. Über 8.000 Kameradinnen und Kameraden, die zurzeit helfen. Weitere stehen bereit, um auch beim Impfen unter die Arme zu greifen, damit wir möglichst schnell auch wieder in einer Nach-Corona-Normalität ankommen. Auch dafür ein ganz herzliches Dankeschön an die Truppe. Sie hat dieses Dankeschön wirklich verdient. Und ja, dieser Bundeshaushalt ist ein starkes Signal für das nächste Jahr. Er wächst. Er macht auch deutlich im Übrigen beim Konjunkturpaket, dass auch die Bundeswehr ihren Teil dazu leistet, dass mit den Mitteln des Konjunkturpaketes eben diese Konjunktur gestützt wird und Arbeitsplätze. Das Thema zum Beispiel des Eurofighters, auch diese Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber es geht vor allen Dingen auch um die Zukunftsaufstellung. Ich bin dankbar, dass Kolleginnen und Kollegen das hier angesprochen haben. Nur, sehr geehrter Herr Kollege Lindner, zur Wahrheit gehört auch, dass, wenn Sie das beklagen und wenn Sie sagen, wir brauchen Prioritäten, dass Sie dann auch so ehrlich gewesen wären zu sagen, was ich sowohl in der Sitzung des Verteidigungsausschusses als auch in der Sitzung des Haushaltsausschusses angekündigt habe, dass nämlich noch zu Beginn des Jahres, noch in diesem Frühjahr, über all die großen Projekte genau die Debatte über die Priorisierung geführt wird, und zwar auf der Grundlage einer Matrix, die den militärischen Zweck, die politischen Implikationen, die internationalen Implikationen und auch die industriepolitischen Implikationen deutlich macht. Dann muss entschieden werden, und diese Entscheidung muss bald getroffen werden, weil wir alle wissen, dass der Spielraum, der finanzielle Spielraum, eher eingeschränkt wird in der Zukunft, als dass er wachsen kann. Und deswegen ist diese Debatte wichtig. Ich habe sie angekündigt, ich werde sie führen, und Sie wissen genau, dass das so ist. Und es wäre eigentlich nett gewesen, wenn Sie es hier auch so gesagt hätten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben aber in diesem Haushalt für wichtige, gerade europäische Projekte, die Weichen gestellt. Der Eurofighter, die Eurodrohne, der NH90, dahinter verbergen sich für viele Familien in Deutschland feste Arbeitsplätze und damit auch ein sicheres Einkommen. Es zeigt ein starkes europapolitisches Zeichen. Und Europa lebt eben nicht nur von der theoretischen Debatte, sondern davon, dass man die Dinge wirklich auch konkret umsetzt. So wie wir das in unserer Ratspräsidentschaft mit der Lösung der Drittstaatenbeteiligung bei der strukturierten Sicherheitszusammenarbeit getan haben. So wie wir es getan haben bei der Frage, dass wir eine gemeinsame Bedrohungsanalyse für den entsprechenden strategischen Kompass erstellt haben. So wie wir kurz vor einer Lösung bei der Friedensfazilität sind und so wie wir insbesondere die Zusammenarbeit lernend aus Corona die Zusammenarbeit unserer Sanitäten in ganz Europa verbessert haben. Das ist das Ergebnis unserer Ratspräsidentschaft jetzt in den letzten Monaten. Und darauf können wir alle mit gemeinsam, denn Sie haben diese Arbeit begleitet, auch ein Stück stolz sein. Und trotzdem ist es richtig. Frau Ministerin, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Neu? Gerne. Frau Ministerin, seit Längerem versuchen wir nun, an diese sogenannte Bedrohungsanalyse, die von der EU ja beschlossen wurde, heranzukommen. Uns wurde es auch zugesagt Ihrerseits im Spätsommer. Bislang haben wir nichts bekommen. Könnten Sie in Ihrem Hause dafür sorgen, dass wir als Parlamentarier auch an diese Bedrohungsanalyse herankommen können, um diese zu bewerten? Die Bedrohungsanalyse ist zusammengefasst worden, ist jetzt auf europäischer Ebene auch abgestimmt worden, und wir werden sicherlich im nächsten Jahr Gelegenheit haben, darüber auch zu reden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich fortfahren darf,
Es ist trotzdem richtig, dass wir auch über die großen Fragen reden, und das haben wir in den letzten Tagen und Wochen ja auch getan, auch in Europa, auch zwischen Deutschland und Frankreich. Und ich darf hier vielleicht den kürzlich verstorbenen früheren französischen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing zitieren. Er hat einmal gesagt, ich zitiere, mit Blick auf Amerika herrscht zwischen Deutschland und Frankreich die Harmonie der Widersprüche. Wohl wahr, wir sind uns aber einig, wir brauchen beides. Ein Europa, das mehr kann, und ein Amerika, das Europa verbunden ist und verbunden bleibt, und dafür treten wir gemeinsam ein. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, dazu gehört, und lassen Sie mich das bitte sagen, dazu gehört eben auch, dass wir nicht in den Fehler verfallen, zu glauben, man könnte Ausrüstung und Abrüstung verhandeln und Diplomatie und militärische Stärke voneinander trennen. Es gehört zusammen. Das ist zumindest für mich, auch als Christdemokratin, schon immer so gewesen. Für mich gehört es auch zur Raison deutscher Verteidigung, Sicherheits- und Außenpolitik dazu. Und ich darf vielleicht hier den ehemaligen Wehrbeauftragten zitieren, der über die Kontinuität sozialdemokratischer Außenminister und Bundeskanzler seit Willy Brandt Folgendes gesagt hat. Ich darf zitieren: Sozialdemokraten treten für wechselseitige Abrüstung, Vertrauensbildung und Verhandlungsdiplomatie ein, aber doch immer aus einer Position der Stärke heraus, nicht als Bittsteller. Und wer sich einmal ernsthaft mit dem Ausrüstungsprogramm der russischen Seite befasst hat, der weiß, wovon Herr Bartels redet. Und deswegen müssen wir in der Tat in unsere Verteidigungsfähigkeit, insbesondere in die Zukunft, investieren. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, dazu gehört auch, dass wir unsere Soldatinnen und Soldaten mit dem bestmöglichen Schutz versorgen. Und es ist vollkommen richtig, dass gerade wir hier in Deutschland über die Bewaffnung von Drohnen, über autonome Systeme so ernsthaft debattieren, wie wir das getan haben. Und es gibt viele, auch ethisch begründete Argumente, die ich nicht teile und mir nicht zu eigen mache, aber mit denen man sich ernsthaft auseinandersetzen muss. Und das können Argumente sein, auch zu einem anderen Ergebnis bei der Bewaffnung zu kommen. Aber ein Argument zählt nicht, und das ist das Argument, wir hätten hier nicht ausreichend darüber debattiert. Seit 8 Jahren debattieren wir über die Bewaffnung von Drohnen. Das Bundesverteidigungsministerium hat bis auf Punkt und Komma alles erfüllt, was die Koalitionäre von ihm in dieser Frage erwartet haben. Und ich will Ihnen und auch denen, die uns vielleicht von außen zuschauen, ganz kurz schildern, warum wir diese Bewaffnung der Drohnen brauchen. Bei meinem Besuch in Kundus, und Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Haus waren ja mit dabei, haben die Soldatinnen und Soldaten sehr eindrücklich geschildert, wie es war, als sie einen Raketenangriff auf das Lager hatten. Als sie sozusagen in Deckung gegangen sind, sie wussten zwar, sie waren gewarnt, weil die Aufklärungsdrohne die Stelle gezeigt hat, von dem die Rakete abgeschossen wurde, aber sie lagen unten und mussten warten, bis die Unterstützung der Amerikaner aus der Luft kam, und das über einen langen Zeitraum, weil sie eben nicht in der Lage waren, weil die Aufklärungsdrohne nicht bewaffnet war, diese Stellung auszuschalten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, damit setzen wir fahrlässig Leben der Soldatinnen und Soldaten aufs Spiel, und ich möchte das ändern. Und lassen Sie mich zum Schluss eines noch sagen. Ich habe in den letzten Tagen viel gehört von strategischer Autonomie Europas, von auch gerade heute Morgen in einer Generaldebatte gehört davon, man müsse den Amerikanern kraftvoll, selbstbewusst entgegentreten, mit ihnen auf Augenhöhe argumentieren und handeln. Ich kann Ihnen nur sagen, die Bundeswehrsoldaten, die im Kundus auf dem Boden gelegen haben und sehnsüchtig in den Himmel geschaut haben, um zu schauen, wann endlich die Luftunterstützung der Amerikaner kam, die haben nicht das Gefühl gehabt, dass wir auf Augenhöhe mit Amerika agieren. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Diesen Weg wollen wir gehen, müssen wir gehen, und dafür möchte ich entsprechend kämpfen, gemeinsam mit Ihnen. Dieser Haushalt ist ein guter Schritt dazu, und weitere sollten folgen. Vielen Dank. Thank you.